Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. So, wir stehen immer noch hier auf dem Turm. Wir haben aber eine neue Folge und wir werden jetzt hier die Außenposten übernehmen. Und da der jetzt hier gerade eh so schön in der Nähe ist, nehmen wir den uns auch als erstes vor. Oh, das passt ja gerade auch mal perfekt im Munde. Na. Geht doch. So. Feierabend da mit euch. Und wir benutzen jetzt die Seilrutsche. Yeehaw! Jetzt nehmen wir uns da diese geile, was auch immer das hier ist. Oh, hier ist doch irgendwo ein Relikt, habe ich noch gehört, oder? Na, Wildschwein. Willst du uns angreifen? Das greift uns tatsächlich an. Sag mal, bist du behindert? Und da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir uns natürlich auch mit. So, drei Relikte haben wir gefunden. Yeah. Jetzt verschaffe ich mir mal eben kurz einen Überblick. Ich wollte das Auto holen. Na komm. Drauf geschissen. Runter hier, Jason. Apropos. Wir wollten ja noch gucken wegen den Takedowns, ne? Das haben wir jetzt eigentlich. Müssen wir das ja jetzt gepackt haben. Und. Yeah, baby, haben wir sogar. Takedown und Verstecken. Du kannst die Leichen in deiner. Du kannst die Leichen deiner Gegner nach einem Standard-Takedown schnell verstecken. Gut. Drücke F, um einen Standard-Takedown einzuleiten. Halte danach schnell S, um deinen Gegner vorzuschleifen. Okay, lasse S los, um deine Leiche abzulegen. Cool. Aber viel wichtiger ist das hier. Das fehlt mir schon die ganze Zeit, dass wir während wir rennen nachladen können. Du kannst Pistolen-MPs und Schrotflinten 25% schneller nachladen. Auch gar nicht mal so verkehrt. Was haben wir hier noch? Schnellerer Wechsel. Du setzt offene Visiere mit Rechtsklick schneller ein und kannst Waffen schneller wechseln. Was haben wir hier? Flinke Hände. Können wir noch nicht. Müssen wir mehr Missionen machen. Messerwurf-Takedown. Töte einen Gegner und benutze dessen Messer, um einen weiteren Gegner zu töten. Das hört sich doch mal geil an. Drücke F. Während eines Standard-Takedowns ist ein weiterer Gegner in Reichweite. Erscheint das linke Maustaste-Symbol über seinem Kopf. Drücke linke Maustaste, um das Messer zu werfen und ihn zu töten. Geil. Das hört sich doch geil an. Beute-Takedown. Du plünderst Gegner automatisch, wenn du einen Takedown ausführst. Oh, auch interessant. Und somit haben wir endlich mal unsere Skillpunkte verballert. Hat doch schon was. Wir haben ein neues Tattoo. Und es füllt sich so allmählich. Ach ja, und ich bin ein Vollhorst, wie er im Buche steht. Ich wollte mich eigentlich nochmal gucken, ob wir Medizin herstellen können. Und hier können wir sogar. Zwar nur zwei, aber immerhin. Vielleicht kriegen wir ja auf dem Weg zum... Tiger? Nee, Wildschwein. Vielleicht kriegen wir auf dem Weg zum Außenposten noch irgendwo grüne Blätter. Da haben wir schon mal ein weißes. Wofür die weißen Blätter da sind, habe ich bis jetzt auch noch nicht so wirklich rausgefunden. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir haben ja noch Kampfelixiere, wo wir uns auch mal welche von herstellen könnten. Und wir haben ja auch noch Forschung. Na. Willst du mich veräppeln? Auf da! Jason! Du bist zu nix zu gebrauchen. So. Aua. So. Da haben wir das Lager. Nummer 1. Nummer 2. Da steht noch einer, sehe ich gerade. Aber da werden doch mit Sicherheit mehr als 4. 5. Ich glaube, das wäre jetzt auffällig, wenn ich den jetzt schon zerstören würde. Und da haben wir sowieso irgendwo bestimmt noch einen zweiten. Können auch hier schön locker auf das Dach. Wollen wir das mal machen? Weiß zwar nicht, wie auffällig das sein wird. Ach komm, egal. Wir hauen jetzt erstmal die Leute um, würde ich sagen. Nummer 1. So nicht hier. Oh, Beinschuss nur. So. Der verbrennt.
So, wo seid ihr denn? Ach, da ist noch einer. Du arme Sau, ey. So. Ah, da. Hab ich da nicht gerade noch irgendwo einen gesehen? Ach, mein Gott, stirb doch einfach jetzt. Und er braucht wieder ewig zum Nachladen. So. Und wir haben wieder ein Level up, cool. Und irgendwie sehe ich den Typen nicht, der auf uns ballert. Komm, wir nutzen mal die Seilrutsche. So. Hat eh schon aufgefallen. So. Haben wir wieder einen weniger. Noch einen weniger. Du Freak, Alter. Ja, komm mal ran hier. Check the Ripper, Baby. Du wurdest gerippt, Baby. So. 550 XP auf jeden Fall schon mal sicher. Eine Menge los hier. Eine richtig große Menge los. Zack. Immer nur diese Dinger. Ey, ich brauche einen Tiger. Ein Tiger. Oh Gott. Und wir haben wieder eine Jagdaufgabe, sehe ich da vorne. Vielleicht ja wieder ein Rare Pet. Wir brauchen ja, glaube ich, noch ein oder zwei. Wäre natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber ne, das ist nur ein normaler. So schön hier. Lange her. Der ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Oh, und wieder eine Memory Card. So, das nehmen wir mit. Päckchen Kokain noch dabei. Sehr schön, sehr schön. 10 von 20 Speicherkarten. Komm, packen wir's. So, jetzt wollen wir hier nochmal das Inventar auffüllen. Und nochmal verkaufen. So. Neues im Shop, ein Schredder. Das ist ein Schredder. MP5. Schrotflinten. Nö, ist es auch nicht. Sturmgewehre. Okay, Scharfschütze? Nein. LMGs? Auch nein. Hä? Granatwerfer? Nö. Einzigartige Waffen. Ah! Geil. Eine Vector 45 ACP mit Reflexvisier, Schalldämpfer, erweiterten Magazin und Lackierung. Sie wurde hinsichtlich Genauigkeit und Durchschlagskraft optimiert. Oh. Sollen wir sie mal kaufen? Vergleichen wir die mal. Ach komm, scheiß drauf, ey. Wir kaufen uns mal eine. Das war jetzt richtig teuer. Aber egal. So, und dafür legen wir die weg, ja. Okay. Dann wollen wir uns das gute Stück mal angucken gehen. Wie, die ist nicht gut. Die war teuer. Okay, cool. So, jetzt haben wir da wieder einen neuen Punkt. Und da haben wir schon wieder... Wo kommt der Funkturm her? Naja, ist mir jetzt erstmal Latte. Wir gehen jetzt nach Back. Und dann gehen wir zu Tequila Sunrise. Und der ist mir erstmal völlig Wumpe. Den machen wir immer mal später. Ab nach Bettown. Und jetzt geht's weiter mit der Hauptstoryline. Muss ja auch mal wieder sein, ne? Dann wollen wir mal sehen, was der gute Bug von uns möchte. Ich glaub, es war ein Lieder. Ach ja, Bettown. Diese kranke, kaputte Stadt. Zack. So, hier soll er sich drin befinden. Die sind hier nur am Saufen. Ja.
Muss man da noch viel zu sagen? Da ist Buck. Hallo Buck. Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Nee, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von Holt gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Ein Kranker, ey. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Den kennen wir doch. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was Verlorenes. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Keith zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich. Oh Mann, der ist auch nicht so richtig klar im Kopf, der Typ. Und ein ziemlicher Chauvinist. Aber irgendwie gefällt er mir. So, zu dem Boot also. Wo soll das denn sein? Ach, kick mal, da mitten im Meer. Gut, dann holen wir uns Tequila Sunrise. Lecker. Und dann gehen wir zu dem Boot. Hüpf. Mal durchtauchen hier. Ein bisschen klar werden und duschen. Oh, grünes Blatt. Spritzen. Yeah! Gott, dann machen wir uns jetzt mal auf Weg. Außenposten nehmen wir auf jeden Fall noch ein. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade gar keine Ahnung, wie lange die Folge schon geht. Aber ist mir auch ehrlich gesagt egal. Wenn sie Überlänge hat, dann hat es halt Überlänge. Ja, da vorne ist er ja auch schon, der Außenposten. Und hier haben wir wieder eine grüne Pflanze. Perfekt, dann stellen wir uns nochmal eben schnell was her. An Medizin. So, herstellen. Und herstellen. Und ey, wir haben einen Erfolg, Nadelaustausch. Cool. So. Oh, 20 Uplay-Punkte sogar. Cool. So, wir verschaffen uns... Dicker. Tut das Not. Naja. Kommen wir wohl nicht drum herum. Oh, haben wir da noch irgendwie was? Oh, noch ein Dicker, Alter. Ach, nö. Aber an sich sind die relativ einfach, wenn man die von hinten in den Kopf trifft. So wie jetzt. Dann geht alles. So, die hängen da alle auf einem Haufen. Es wäre ziemlich unklug, da jetzt einen von abzuballern. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal außen rum. So. Und ducken uns erstmal. Hier ist ja nichts mehr, ne? Wenn wir das richtig...
2 auf einen Schlag, Alter. Geil. So, und den muss ich auch auf jeden Fall von hinten erwischen. Und das hier muss ich vorhin... Ah, das ist von der anderen Seite, Mist. Wir laden mal eben nach. So, und jetzt will ich auf jeden Fall den Dicken da noch kriegen. So nicht. Nehmen wir uns doch jetzt den hier vor. So. Genau, geh mal gucken, was da los ist. So, die schön von hinten in den Kopf ballern können. Nicht gut. Dreh dich doch mal bitte um. Wir werfen mal einen Stein. Jawohl. Leck mich doch! Nächstes Mal mache ich dich fertig. Meinst du? So. Boah, perfekt gelöst, ey. Geil. Das trotz zwei Dicken. Oh yeah, setz Skill. Oh, 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 oh. So, wo ist denn hier die Kiste? Ist bestimmt im Wasser, ne? Ja. Zack. Oh, wieder ein kaputten Teddybär. Toll, jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch, oder was? So, dann kicken wir mal, ob wir da unten noch irgendwo... Schwupp. Wer ist der Mann? Ich bin der Mann. Na, du bestimmt nicht, Alter. Du hast ja nicht mal was gemacht, du Idiot. Rackherz, ey. So, Medipack. Und eine Kiste. So, dann wollen wir nochmal Muni auffüllen. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an, was es da mit dem Schiff auf sich hat. Für Bug. Who likes the fuck? Jo, so machen wir das. Ich würde sagen, wir markieren uns das schon mal. Und... Na. So. Markiert ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.